Einige unserer Bruderschwestern sehen in dem Bruderlosen nicht den Neider der Welt, sondern einen verstoßenen Bruder der 12 Geschwister. Sie nennen ihn den Gülden Geflügelten. Und genau einmal in einem Menschenleben erhält er seine Chance zur Bewährung, die er allerdings bisher nicht genutzt hat. Melibeth Gida, die Kindliche, Urschwester von Ruhr und Gror. Auch der Verstoßene, der Gülden Geflügelte, ist eine Schöpfung Ruhrs. Doch wollte er das Werk des Weltendiskus nicht annehmen und schützen wie seine Geschwister, sondern es selbst besitzen. Als sein neidvoller Plan scheiterte, verbündete er sich mit dem Wesen des Ethragin, um zu vernichten, was er nicht besitzen kann. Doch es wird der Tag kommen, meine Bruderschwestern, an dem er die Schönheit der Welt erkennt und sich ihr reuig unterwirft. Aus Goldene Flügel, Denkschrift der Philosophin Garazab Guladin, Grundlage der Sekte Garazabayat. Barmherzigkeit 729 nach Bosbarans Fall. Nichts hat so viele Namen wie das Namenlose. Praiolaios, reisender Donator Lumini, neuzeitlich. Oh Gott, ist mir schlecht. Das muss dieser Sturm sein, oder? Wenn wir hier mal dran, von hier aus wird's nur besser. Gib mir einen von diesen Eimern. Nur zur Sicherheit. Ihr wisst, was bei meiner ersten Schiffsreise passiert ist, nicht wahr? Boah. Ja, nur besser, der Sturm liegt doch mitten vor uns. Wir müssen uns bereit machen, hindurch zu segeln. Ich hoffe, wir enden nicht so wie das Schiff von Hafax. Ja, das hoffe ich auch. Naja, Greifenmund, ihr habt es doch schon öfter gemacht. Was müssen wir tun? Na gut, festhalten, noch einmal die Ladung überprüfen, damit sie uns nicht unter Deck hin und her rutscht und nun, ich bitte nur noch einmal, euch gut festzuhalten. Wenn jemand zur Erfahrt beten will, jetzt ist der Moment, aber ich würde es nicht empfehlen. Bringt sowieso nichts. Die Ladung ist zweifach gesichert. Die Geschütze habe ich selbst überprüft. Alles sollte an seinem Platz bleiben. Wir sind bereit. Oh, ich habe mich an Rafim festgebunden. Ich hoffe, das ist genug. Nun ja, ich denke, Rafim ist deutlich schwerer als ihr. Er wird als erster sinken, wenn denn. Aber Rafim kann deutlich besser schwimmen als ich. Rafim sinkt nicht. Rafim hat mich, ich glaube, schon dreimal aus dem Wasser gefischt. Ja, ich möchte euch sagen, ich bin ein ausgezeichneter Schwimmer. Seht ihr, ich habe volles Vertrauen in Rafim. Oh. Sag mal, Boltax, bist du schwerer geworden? Ein bisschen, ja. Oh. Aber ja, Greifenmund, braucht ihr mich irgendwo? Nein. Du solltest am besten zu deinem Volk gehen und dafür sorgen, dass sie unter Deck nicht wahnsinnig werden. Ihr mögt nicht Unrecht haben. Ansonsten, wenn alle ihre Arbeit gut machen und die Maraskanas nicht aus den Kränen ist anfallen, dann sollten wir relativ gut durchkommen. Andererseits habe ich den Sturm noch nie von der Südseite her angegangen. Nun, Sora Handra will, erreichen wir Chilas Khan vielleicht sogar noch vor Belharion Menning. Ich weiß nicht, was er sich dort erhoffen kann. Ayos hält seine Hand über Chilas Khan, er kann nicht planen, nur zu landen. Dies wäre für ihn und seine Dämonenanbeter der Tod. Und dennoch segelt er dorthin, nach allem, was wir wissen. Vielleicht hat ihn nach seinen späten Jahren doch noch der Wahnsinn vollständig geholt. Ich hatte nichts dagegen, ihn auf Seeweg abzufangen und ihn unsere Rotzen kosten zu lassen. Wenn es mir gelingt, diese Inschrift zu entschlüsseln, vielleicht erfahren wir dann mehr. Wenn Mennings Aktion Hafax Unterstützung hat, könnte es sein, dass er mit der Buchanstorn unterwegs ist. In diesem Fall sollten wir beten, ihn nicht zu treffen. Nun gut, ich denke nicht, dass es für euch noch hier viel zu tun gibt. Ich werde sehen, dass ich noch eine Blick aus dem Fenster. Halbe Stunde ruhen kann, bevor ich mich ans Steuer stelle. Gut, Hauptsache wir sind uns einig, dass uns nicht Dottore durch den Sturm fällt, weil auch wenn er kompetent Abenteuer. Ist. Abenteuer. So, wir sind soweit, nachdem ihr jetzt endlich euren Typen da gehängt habt.
Da sind die Männer wieder in der Lage dazu, durch den Sturm zu segeln. Alles ist verzaut, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe jetzt Segel setzen lassen. Wir segeln also drauf zu. Hervorragend. Wir sind gleich oben. Zeit für eure Gebete. Der Blutregen hat bereits begonnen. Und der Wind hat aufgefrischt. Passt also auf, dass ihr nicht ausrutscht. Und lasst euch noch nicht von den Fleischfetzen treffen. Meint ihr das ernst? Natürlich. Ich klopfe dem Captain auf die Schulter. Alles wird gut. Lasst euch doch von den Seebären keine Angst einjagen. Nun ja, schauen wir einmal. Aber wenn euch schlecht wird, das ist keine Schande. Nein, ich habe schon ganz andere Seefahrten gemeistert. Ist das Wasser der blutigen See, das emporgerissen wird? Oder wovon spricht Hasswulf? Tja, die Phänomene der Niederhöhlen. Selbstverständlich ist das Wasser auch blutig, aber ich bin mir nicht sicher, ob es emporgerissen wird oder ob die Wellen, der Sturm sich selbst gegen uns gestellt haben. Na, dann denke ich, dass Beten tatsächlich nicht die schlechteste Idee ist. Kapitän, wenn ihr eine starre Miene beibehalten könnt oder gar dem Sturm ins Gesicht lachen, wäre es vielleicht für die Mannschaft ermutigend, wenn ihr euch aufs Achterdeck stellt. Außerdem kannst du mir helfen, das Rad festzuhalten. In den Blutring zu stellen, na gut, wenn es sein muss. Derweil könnt ihr von draußen einen langen, hellgezogenen Schrei hören und dann ein Platschen. Scheiße, ich muss wieder nach oben. Bin gleich wieder da. Oder auch nicht. Wir sehen uns. Nun, das ist dann wohl auch unser Signal. Auf die Beine. Seraphim, lass uns unter Deck gehen. Ja, kleiner Boltax, ich pass auf dich auf. Boltax, nimm den Eimer mit. Was war das? Das ist ein Krähennest gefallen, sagt Jolan, während er sich schon aus der Tür zwängt. Ich würde immer hinterher laufen. Ja. Bereits im Flur könnt ihr es riechen, das Eisen, das in der Luft liegt. Und wenn ihr dann die offenstehende Tür einmal passiert, könnt ihr es erkennen. Das Deck selbst ist bereits in rote, helle Tropfen getaucht und Schlieren, die sich dann in verschiedenen Formen übers Deck ziehen. Selbst gegen die Schwerkraft bewegen sie sich in alle Richtungen und bilden chaotische Muster, Sterne, 7 Sterne auf dem Deck. Schlimm immer hin und her und wenn ihr dann nach draußen kommt und dann vom Wind erfasst werdet, könnt ihr nicht nur den Himmel erkennen und den Blutregen mit einigen Fleischfetzen, die dann nach unten tropfen wie zähflüssiges Öl, viel zu langsam fallen sie herunter, sondern ihr könnt auch erkennen, dass der Himmel über euch aufgerissen ist und einige lilane Limbusfäden sich dort entlang ziehen. Der Himmel ist aufgerissen und der niederhöllische Malstrom ergießt sich direkt aus der 7. Sphäre auf euch. Schreckgestalt 2. Eine Mutprobe bitte von euch allen. Vor euch könnt ihr noch... Auch die unter Deck sind? Nein, diejenigen nicht. Ihr könnt nur diesen ekelhaften Gestank riechen, der dann natürlich auch in Schlieren nach unten tropft. Aber diejenigen, die jetzt an das Deck treten und dort versuchen dann zu helfen, die werden auf alle Fälle von einer Schreckgestalt 2 getroffen. Wo bist du denn, Boltax? Mit Raphim vermutlich bei den Treuzackern. Weil wir waren ja in der Kapitänskajüte und ich möchte gern in die Kapelle, aber es führt kein Weg von der Kapitänskajüte, ohne über Deck zu gehen, deswegen. Das stimmt. Ja, das macht also Sinn. Also ich würfel die Mutprobe jetzt jedenfalls, weil ja, ich laufe da auch drüber. Dann würfel ich per se auch mal. Ist das alles, was du bieten kannst, ruft Diamantis spöttisch in den Himmel. Wir segeln unter Efferts Segen. Da musst du schon weitaus mehr auffahren, um unser Schiff versenken zu können. Also, ich hätte mir das auch schlimmer vorgestellt. Ich gebe zu, das ist neu. Die Mutprobe ist natürlich erschwert um 6, weil Schreckgestalt 2. Dementsprechend wird Jalen und auch Raphim es nicht geschafft haben. Ja, schippen wir das lieber mal. Das sieht besser aus. Besser, wenn, vielleicht da schließe ich mich an. Der 1-O. Ja, der Kapitän hat es geschafft und der 1-O auch. Genau. Gut, ja, so könnt ihr sehen, wie über euch das Chaos hineingebrochen ist. Wie gesagt, diese Schlieren, die über das Deck irgendwelche merkwürdigen Gebilde ziehen, Glyphen oder Rillen, die dann in das Deck reingebrannt werden. Und auch den einen oder anderen, der aus dem Krähennest oder aus den Segeln heruntergefallen ist,
könnt auch bereits von einem der Planken hören, wie da wohl jemand steht und schreit, Mann über Deck! Und man versucht noch irgendwelche Seile hinterher zu schmeißen, aber in den Sturmfluten sind bereits die ersten Leute dann auch rettungslos verloren. Chaos. Das war früher mal leichter. Diamantes, halt die Leute bei der Stange! Haltet ein, Männer! Lasst euch nicht ermutigen! Ja, entmutigen! Es ist nur ein Sturm, auch wenn Fleischbrocken vom Himmel regnen. Uns hält das nicht aus. Wir haben den Segen der Götter auf unserer Seite. Los, ja, dann gehen wir nach oben. Wir müssen uns den Männern zeigen. Ich würde mal zum Steuerrad hochgehen. Mich dann da an die Reling zum Mitteldeck gehen und mich da auch mal präsentieren, also nicht sagen, aber mich nur präsentieren, ich verstehe. Ja, die Männer schauen auch auf alle Fälle zu dir, immerhin seid ihr ein Heldenschiff und sie wollen jetzt ebenso Helden werden, aber die Risse, die dann sich über euch dann direkt in die Niederhöllen oder in den Limbus tauchen, sind natürlich schon ziemlich angsteinflößend, sodass dann eben der einfache Matrose auch dann Schutz sucht und plötzlich hast du dann eben auch mehrere Leute, die dann neben dir stehen, nicht mehr ihre Aufgaben verrichten, sondern einfach nur noch versuchen, irgendwie in deiner Umgebung, in deine Präsenz zu baden. Hoffen sie wohl auf irgendeinen Zauber oder so etwas, den du dann ihnen mit Mut schenken kannst. Helft uns, Kapitän! Hab Mut! Lass uns umdrehen! Und vertrauen die 12 Götter! Lass uns umdrehen! Das hat nichts mehr mit Effa zu tun! Hab Mut und haltet durch. Flamin rauscht an ein paar Matrosen vorbei. Zaudert nicht. Die Sturmherrin ist auf unserer Seite. Ich bin in der Kapelle und werde sie rufen. Dürfen wir mitkommen? Wer gerade keinen Dienst hat, kann mitkommen und mit mir beten. Der Rest zurück auf eure Posten, ihr Hunde! Ja, währenddessen, Zulamin, du kannst nach unten schreiten mit all der Würde, die dir gegeben ist, kannst auch erkennen, wie sich sämtliche Kartenkinder dann auch in der Kapelle schon versammelt haben und sich dann unter den Bänken oder so etwas dann verkrochen haben und dort irgendwie greifen nach einigen Schutzamuletten oder Ringen oder nach den Altären irgendwelche heiligen Bilder anpreisen oder dann aber auch so kleine Karten, so Sammelkarten unterschrieben von Boltax noch in den Händen haben und dann drüber sich streichen. Irgendwelche Gebete murmeln und flüstern. Ulamin betritt die Kapelle und schenkt allen Anwesenden ein überzeugtes Lächeln und zeigt ihnen, dass sie keine Angst hat. Habt keine Sorge, hier seid ihr in Sicherheit. Die Sturmherrin ist auf unserer Seite. Und sie kniet sich dann vor diese Sandschale mit dem Pendel hin, das wahrscheinlich ganz wild in der Gegend rumschwingt. Und möchte eine Liturgie wirken. Und zwar ein göttliches Zeichen auf Grad 3, um die Mannschaft zu ermutigen. Ja, sind das dann alle 100? Also ist das dann ZZZ oder PPP oder wie sieht das aus? Das ist eine Zone. Das ist ZZ. Ich schaue gerade, ob das... 10 Meter? Oder? 10 Meter? Nee, Z sind 10, glaube ich. Warte. ZZ ist... Wenn du nachschaust, ist gut. Wenn Z 10 wären, das würde ja keinen Sinn machen. Dann wären es 100 Meter. Wenn ZZ 10 wären, was wäre Z dann? Ja, ich hätte sonst 3 Meter gedacht. 3 Meter und 10 Meter. Nee, diese Zonen sind ziemlich groß. Ich hab's gleich als dämliche LL. ZZZ sind 100 Schritt Radius. Das sollte so fast das ganze Schiff umfassen. Genau, also das Zeichen soll ja auch nicht auf dem Schiff erscheinen, sondern idealerweise am Himmel oder so. Aber also Grad 3 sollte reichen, denke ich. Ja, okay. Also Grad 3 ist halt die Stufe, die nötig ist, um ein heiliges Tier oder Symbol herbeizurufen. Ja. Also für den größeren Effekt. Die Chaoszone würde ich gerade mit 6 bis 7 einschätzen. Also das sind schon mal die Punkte der Erschwernis. Oh, das ist viel. Okay, dann schauen wir mal.
Hat eigentlich mittlerweile jemand diese Kapelle geweiht, oder? Die Kapelle ist einfach Die Kapelle geweiht. Ist geweiht. Okay. Okay, das heißt, wir haben... Ja, so groß ist die Not noch nicht. Dann, wir haben eine... Wie viel hast du gesagt? 6er oder 7er Erschwernis? Ja, machen wir mal 6. 6, okay. Dann eine 1er Erleichterung für die geweihte Kapelle. Monat 9. Beten die Matrosen mit? Also kann ja, also was heißt die Matrosen? Zumindest die Schiffsjungen und Mädchen. Ja, die auf alle Fälle. Ja, das reicht auf jeden Fall für eine minus 1. Ja, sind mehr auch 10 Stück. Okay, dann ist es Grad 3. Das heißt, das ist 5 plus 4. Das ist eine 9er Erschwernis. Und wie viele Mitbeter? 10. Also regeltechnisch 10. Sind halt das ist eine minus 2. Das ist eine minus 2. Gut, dann geht es von der plus 9 auf eine plus 7. Gut, dann würfel ich das erstmal und spiele das dann. So. Gelungen aus. Gut, das sieht gut aus, ja. Ja, also Zulamin schart die ängstlichen Schiffsjungen und wer eben sonst noch da ist, um sich, erhebt die Arme zum Himmel, auch wenn die Kapelle keine Fenster hat, und ruft Rahandra an. Rahandra, Sturmherrin, schütze unser Schiff, schütze die mondsilberne Drachentöter und stärke die Herzen der Besatzung mit Mut. Gib uns ein Zeichen, dass du in diesem Sturm mit uns bist. Und zerfetze mit deinen Klauen die Wolken. Ja. Und unter Deck wird man es vermutlich nicht sehen. Aber plötzlich ertönt ein lauter Donnerschlag, den man selbst unter Deck noch vernehmen kann. Und die Leute, die an Deck sind, sehen, wie dieses violettblutige Farbe des Himmels einen Moment lang aufreißt und naja, es sieht aus wie ein Prankenhieb einer Löwin und durch die Krallenspuren scheint für einen kurzen Moment das Sonnenlicht auf die mondsilberne Drachentöter. Ja, es sieht fast aus wie diese Krallenspur, sieht fast aus wie rote Blitze, die dann eben diesen lila und purpurnen Himmel dann spalten und den Sturm etwas zurückdrängen, ein bisschen Luft, die ihr bekommen könnt. Währenddessen kann Rafim unten bei seinen Tollzackern stehen, die alle irgendwie Aufstellung genommen haben, sich festhalten, einige sogar festgebunden haben und dann selbst hoffen, dass sie viel Leid erleben werden, kurz bevor sie sterben. Und dann kannst du es spüren, wie es dumpf gegen den Rumpf donnert von außen. Und plötzlich, wenn du dann unten stehst, kannst du sehen, wie sich etwas Wasser dann im Boden füllt und dann durch die Holzplanken hindurchdrückt. Ja, ich würde erstmal Boltax ein Stück anheben, damit er nicht im Wasser steht. Danke, danke. Ja. Boltax, hol ein Roschminia. Ja, einen Moment, ich mache mich los. Ja, ich würde mich losbinden und dann nach oben tapsen. Du tapst nach oben, würfel mal eine Athletikprobe. Währenddessen. Alles klar. Ich erschwere sie mir mal um 2, weil mir schlecht ist. Ja, kannst du gerne machen. Währenddessen, Rafim, du kannst sehen, wie sich eben zwischen dem seltsamen rot gefärbten Wasser, was dann auch die ähnliche Konsistenz hat wie Blut, allerdings gar nicht so sehr rot ist, drückt sich wohl noch irgendwas anderes Weißes zwischen den Planken hindurch, was sich dann irgendwie ausformt. Und du dann als erstes dachtest du an einen Tentakel, aber dann kannst du fingerlange, ekelhafte Maden erkennen, die sich dann dort auf dem Holz niedergesetzt haben, auf eurer Seite des Schiffes. Götterkulte. Magiekunde. Kannst du gerne würfeln. Was willst du haben? Such es dir aus. Ich bin im Beim schlecht. Komm, Magiekunde, es ist eher Magiekunde, würde ich sagen. 5 Punkte hätte ich. 5 Punkte in Magiekunde. Ja, also die sind auf alle Fälle nicht natürlich. Wenn das Wasser jetzt blutrot, magisch getrennt, du hast natürlich auch den Limbus-Spalt oben gesehen, bist ja vor kurzer Zeit erst durch den Limbus gereist, als du dann diesen ekelhaften Magier dann gefangen genommen hast.
Und du bist dir nicht ganz sicher, wie die jetzt hier durchgekommen sind, aber sie sind auf alle Fälle höchstwahrscheinlich dämonisch. Dämonen. Ja, ich würde erstmal versuchen, mit einer Waffe sie anzugreifen. Vermutlich mit meiner Chorgewalten Bohrensichel, um zu sehen, was das für einen Effekt hat. Ja, kannst gerne zustechen und hauen. Es sind eine ganze Menge und währenddessen kannst du dir sehen, wie die anderen Trollzacker um dich herum auch erstmal mit ihren blanken Füßen darauf getreten haben und sie dann mit einem ekelhaften Matschen dann in alle Seiten spritzen. Ja, reiß sie raus mit bloßen Händen. Was sind das für Viecher, König? Was weiß ich, bringt sie um. Matscht weiter, Brüder! Matscht weiter! Und so füllt sich Stück für Stück das Unterdeck weiter mit Wasser. Mit weißen Schlieren dieser tentakelartigen Bohrwürmer. Und Boltax ist ein-, zweimal die Treppe hochgefallen, hat sich die Knie gestoßen, hat sich das Schienbein angeeckt. Und irgendwann, nachdem du dich über das Deck geschoben hast, kannst du sehen, wie dort ein Groschminia kreidebleich in ihrer Werkstatt steht und in der Tür so ein bisschen auf diesen aufgerissenen Himmel blickt, der gerade dann eben einmal kurz erhellt wurde durch die wenigen Sonnenstrahlen, die Rondra euch geschickt hat. Oh, Glut meines Lebens, oh Flamme meiner Leidenschaft. Boltax. Oh, geht es dir gut? Noch ja, aber ich weiß nicht, die Masten sehen schon arg strapaziert aus. Oh, Rafim schickt mich, wir haben Wasser unten im ein Einbruch. Ich komme gleich. Pumpen! Sie schreit auch mal nach hinten und rennt dann selber los. Greift sich noch einmal einen Werkzeugkasten, der direkt neben der Tür steht und läuft dann wieder los. Ja, wenn ich jetzt hier oben an Deck stehe, wie ist denn die Situation hier? Ja, wie gesagt, immer noch einige Leichen um euch herum. Du kannst dir die Segel betrachten, die arg leer aussehen mittlerweile, um Abelmir ein großer Pulk an Matrosen, die sich nicht ganz trauen, aus einem Radius herauszugehen. Nur wenige Leute, die gerade oben wie noch irgendwelche Seile herumrupfen, sich daran selbst festhalten. Die Segel sind auf alle Fälle gut gespannt, eben durch die Flaute kann man dazu gar nicht mehr sagen. Der Wind ist eben von einer steifen Brise zum Sturm, zum Orkan geworden und ist arg angespannt, sodass jetzt auch die ersten paar Risse in den Segeln erkennen kannst. Ist es dann durch diesen Pantherschlag von Rondra gekommen? Du bist dir nicht ganz sicher, aber die ersten paar Risse in den Segeln kannst du erkennen. Oh, das sieht nicht gut aus. Wo ist der Kapitän? Ich muss ihm Bericht erstatten. Ja, und ich würde dann zu Abelmir laufen, um ihm das zu sagen, was er vermutlich eh schon weiß. Was ist denn los? Abelmir, es sind Risse in den Segeln. In den Segeln. Das kann ich ohne dich zu tun. Ich wollte es dir nur sagen. Ja, ich sehe die Risse. Na dann. Was machst du hier an Deck? Rafim hat mich geschickt, Angoschminia holen, weil Wasser im Unterdeck eingebrochen ist. Das ist doch viel wichtiger. Ja, ich gehe gleich wieder runter. Hast du nicht diesen Fadenzauber, mit dem du deine Kleidung umnähst? Kannst du damit nicht die Segel flicken? Jetzt hier mitten im Sturm? Ja, warum denn nicht? Ich kletter da hoch jetzt? Aber wenn wir das Segel verlieren, treiben wir hier tot rum. Kapitän, ich nehme die Kahle und kümmere mich um die Segel. Gut. Wir halten die zusammen. Sehr gut. Es ist gut, ich gehe wieder runter. Wenn ihr ein Problem habt, sagt Bescheid. Nein, alles gut, alles gut. Ihr hättet nicht zufällig etwas Magenbitter? Fragt am besten in der Apotheke nach. Ja, ich gehe zu Nitya und dann bin ich gleich wieder da.